Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute basteln wir mal eine Maske für Unge. Hört sich zwar ein bisschen lustig an, aber ich hatte halt noch ein bisschen Zeit. Übrigens, an alle, die es nicht wussten, ich hatte Ferien. Nur so nebenbei. Und hab mir halt dann gedacht, warum bastel ich nichts? Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock gehabt, irgendwas zu zocken. Deswegen im Internet habe ich auf YouTube geschaut und habe gesehen, da basteln Leute Masken. Dann habe ich mir gedacht, wie geil sieht es aus, wenn du deine eigene Maske basteln würdest. Und dann habe ich mir gedacht, nach einer Zeit, warum mache ich nicht eine Maske für Unge? Und habe das Ganze dann einfach, ja, umgesetzt. Ihr seht hier auf jeden Fall, am Anfang habe ich hier erstmal eine normale Einwegmaske genommen. Halt, die man momentan jetzt halt, ich schätze mal, einen Tag oder so immer auf hat. Und danach die halt immer wechselt. Dann habe ich das erstmal angelegt, also die ganzen Ecken anmarkiert, dass ich auch die Größe hatte, weil ich wusste nicht, welche Größe das Ding hat. Habe das Ganze ausgebessert, habe es markiert, habe dann ungefähr 3 Versuche gebraucht, weil ich mich immer irgendwie verschnitten hatte. Nachdem ich dann das Endresultat hatte, also die Grundlage, nicht das Endresultat, habe dann so eine Art Dreieck oben für die Nase gemacht. Dann habe ich noch die Ecken so ein bisschen gemacht. Man erkennt jetzt schon leicht eine Maske. Also das Ganze war halt aus Papier. Dann habe ich gedacht, ich muss es irgendwie stabilisieren. Ich hatte dann noch so eine Art, weiß nicht, wie man das nennt. Ist das Vlies? Weiß irgendjemand, wie man das nennt? Auf jeden Fall irgendwie so Bastelstoff. Habe ich dann auch alles ausgemessen, habe das zurechtgeschnitten und habe dann das da reingeklebt mit Flüssigkleber. Ganz wichtig, wenn ihr die Maske nachbauen wollt, verwendet bitte Flüssigkleber und keinen Brittstift, weil sonst hält das Ganze nicht. Ist nur so ein Tipp. Habe ich auf jeden Fall reingeklebt und dann habe ich außen, für das, wo ich hier auch die Markierungen gemacht habe, habe ich dann immer abwechselnd so grüne und orangene Streifen gemacht. Am Ende sah das dann auf jeden Fall auch richtig geil aus, wo wir diese abwechselnden Streifen hatten. Danach habe ich mir gedacht, weil ich dann gemerkt habe, dass wir Lücken zwischen diesen orangenen und den grünen Streifen hatten, habe ich mir dann gedacht, einfach tue ich die einfach mit einer Art Stofffaden einfach auffüllen. Würde geil aussehen und deswegen habe ich dann erstmal ausprobiert, welche Farbe denn am besten dazu passt. Dann habe ich gesehen, es war blau. Habe dann einfach den blauen Faden genommen, habe ihn einfach zurechtgeschnitten, habe die dann immer hier, wie man sieht in dem Video, einfach über die Linien von dem grünen, habe ich einfach dazwischen reingeklebt. Das sah auf jeden Fall dann richtig geil aus. Dann habe ich nochmal so Vlies genommen, weil für die Nase, die muss auch gepolstert sein. Das habe ich da einfach vergessen, deswegen, ja, ein bisschen belastend. Habe ich danach im Nachhinein nochmal gemacht, habe das dann auch reingeklebt und das Ganze war dann schon im Prinzip innen drin ausgepolstert. Sah auf jeden Fall schon ganz schön geil aus und es war schon stabil. Also ihr werdet lachen, es war wirklich stabil. Ich habe das Ganze nicht aus dem Internet, ich habe mir das alles selber ausgedacht und ich hätte nie gedacht, dass dieses Ding überhaupt jemals stabil wird. Es ist im Prinzip einfach nur Papier, dann Stoff und Kleber. Ich schätze mal, weil der Kleber so hart geworden ist, deswegen ist er jetzt so stabil geworden. Also man hat halt so eine feste Maske. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, was darf auf der Maske nicht fehlen von Unge? Logischerweise muss man auch das Ungeklick-Logo machen. Habe ich dann einfach aus dem Internet rausgesucht. Dann habe ich auf jeden Fall das Ganze ausgedruckt. Nachdem ich das ausgedruckt habe, habe ich das einfach ausgeschnitten. Habe hinten noch Kleber drauf getan. Habe das einfach vorne drauf geklebt. Sah auf jeden Fall richtig geil aus. Jetzt Leute, was fehlt noch bei einer Maske? Ganz logisch, es fehlt noch die Bändel. Man muss es ja irgendwie festmachen. Ich habe mir erst gedacht, nimmst du einfach einen weißen Faden, aber dann ist mir eingefallen, eine Maske hat ja dehnbare Schnüre. Dann habe ich mir einfach gedacht, dann nehme ich einfach die Fäden von der alten, also von dieser Einwegmaske. Dann habe ich erstmal probiert, Löcher mit so einer Nadel reinzumachen. Mit einem Nagel, nicht mit einer Nadel. Ja, kleiner Unterschied. Und ja, ist auf jeden Fall was geworden, so halb. Weil der Faden hat nicht durchgepasst. Und dann bin ich einfach hergegangen am Ende, habe einfach ein Locher genommen und habe das Ganze einfach durchgelocht. Fertig war die Sache. Danach habe ich die Fäden so zusammen gemacht. Dann habe ich einfach, wie man hier sieht auf dem Bild, also die Löcher waren ja größer als die Fäden. Deswegen habe ich einfach diese gelochten Dinger wieder rausgemacht, also wieder aus dem Loch rausgeholt, habe die dann wieder mit Kleber gemacht und habe die dann einfach hier zugeklebt. Sah auf jeden Fall richtig geil aus. Auf der Rückseite habe ich so schwarzes Band drauf gemacht, dass es dann einfach auch besser aussieht, als wenn du da einfach auf ein Loch schaust und auch, dass die Fäden halt nicht auftrotteln. Fertig war die Maske. Ich hätte gesagt, jetzt zeige ich euch sie, wie sie am Ende aussieht. Jetzt.
jetzt kommt die Werbung. Reportage rappt, Alter, trifft es keinen, wenn jemand Diss-Track schreibt, der sein Gesicht nicht zeigt. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sag, dass ich der Beste bin. Marcel Scorpion ist und bleibt der letzte King auf der Street. Marcel, häng deine Karriere an den Nagel. Ach nee, häng deine Karriere an die Nase. Du nimmst kein Ernst, wenn er Maske trägt, einen Diss-Track schreibt, aber sein Gesicht nicht zeigt. Nenn das nicht persönlich, du Bitch. Dann gib ich Sonny einmal Doggy, sieht sie auch nicht mein Face. Und trotzdem wird sie gefickt. Heute gibt es mehr an die Fresse und dafür weniger Fakten als von Pinocchio den Schatten. Du bekommst Panikattacken und bist am Rennen wie Apache. Das war Werbung. Ich hätte gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vergesst auch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos bzw. die nächsten Livestreams nicht mehr verpasst. Und dann hätte ich gesagt, haut rein, ciao, euer Action Wolf. Was Fame, was ist Hype? Gib mal Abo, gib mal Like. Auf den Beat und die Melodie, der Technik und den Flow. Und verkauf die ganze Scheiße nur als schlechtere Version. Du bist nicht gefährlich, du tust keine Wibi-Seifenblasen. Du bist keine Nasen, aber Speicherkarten.